Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS19 Hofbergmann-Projekt mit dem Paulboxer Simon. Hallo. 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 So, letzte Züge hier am Silage umschaufeln. Danach geht der Radar da, glaube ich, an die BGA, haben wir gesagt, ne? Jo. Nochmal ein. Was macht ihr eigentlich da oben? Saatgutmischen. Saatgutmischen, okay. Macht ihr das mit der Hand oder wie macht ihr das? Ja, klar. Wir lernen es in den Eimer, lernen ein bisschen Weite drüber und rühren es ordentlich durch. Dann kippen wir es in den Anhänger rein. Ja, alte Schule, ne? So, jetzt muss ich mal gucken, warum ich hier nichts mehr aufnehmen kann. Sonst müssen wir halt das Förderband nehmen, zum sogar leer machen. Ja, du kommst nicht mal schön in die Ecken hier rein. Ja, ja. Nee, nimmt nichts mehr. Müsst ihr das Förderband nehmen, bitte? 21.000 Liter sind noch drin. So, dann gehen wir jetzt mal. Soll ich euch noch irgendwas helfen hier mit dem Radar oder braucht ihr nichts? Nee, nee, ist gut. Aber ich könnte mal. Achso, nee. Habt ihr einen Anhänger da zufällig? Ja. Wollen wir gleich nochmal den Mist aufladen? Da ist aber ein Saatgut drin. Ah, schlecht, ne? Ja. Okay, machen wir später. Gut, reicht. Hoch konzentriert am Futtermischen da oben. Ey. Wie viele Liter hast du noch drin? 880. Okay, das heißt, wir brauchen 5000 Liter für 14.000. Ja, ich und mein Rechnen. Soll ich dir was ausrechnen, Paul? Wir haben 14.000 Liter Weizen drin und haben 5.000 Liter Weizen drin. Ja. Wie viel Liter Weizen brauche ich auf 1000 Liter Weizen? Alter. Auf 1000 Liter? Ungefähr ein Drittel. Wow, danke. Bitte. So weit war ich selber. Ja, aber also, aufs Gramm genau muss man eh nicht machen in der Landwirtschaft, weißt du? Alter, die Schaufel ist größer als der Rest. Das muss so, Simon. Also circa 3000 Liter Weizen brauchen wir für 1000 Liter Weizen. Boxer, willst du erst Big Packs abfüllen oder erst den Rest Weizen holen? Ich hole noch Weizen und du brauchst ja auch noch deine Palette Pappern. Jo. Achso, da ist ja ein Stapler beim Händler, ne? Ich frage mich die ganze Zeit, wie lädt denn der auf da unten? Das ist relativ angenehm, ja. Ja, dann brauchst du keine Gedanken machen. Ja, ja, schon gesehen. Jetzt wird schon langsam dünkler hier, ne? Mhm. Wir haben jetzt noch zwei Kanister rumstehen, ne? Also, glaube ich. Ja. Ne, ein oder zwei. Drei müssen da rumstehen. Ich habe fünf gekauft und drei hast du mitgebracht. Ja. Hey, alles mit, Paul. Kennst mich doch. No problem for the box of fresh. Nope. Ah, nee, darum geht's nicht. Ich bin gerade überlegen, wie viel Weizen wir brauchen dafür. Ja, zwei Dinger stehen hier noch rum. Ich schnapp mir mal kurz den blauen Zustand. Wow, 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 wow. Nimm den. Der hat nicht mehr lange. Muss ich das hier abkippen? Nee, oder? Das ist ja auch komisch, ne? Muss vor der BGA abkippen, kann nicht in den Trigger reinkippen. Ja, wahrscheinlich ist der Trigger vorne dran. Ich kippe in den Trigger rein und dann kommt hinten ein Häufchen hoch. Die Gabeln vom Manitou kann ich doch nicht verstellen, oder? Glaube nicht. Das ist schade. So. Nach dieser Schaufel lassen wir es auch gut sein, dann werden wir wieder normale Arbeit machen.
so. Also wer Zeit und Lust hat, kann mal ein bisschen einfüllen an der PGA. Fehlt da schon wieder so viel? Ja, ja, aber ganz schön schnell das Ding, hey. Alter Schwede. Mal. So. Was ist denn hier los? Ich bin beschäftigt. Danke, Werner, passt genau. Genau, passt. Ich hab dich schon da drin gesehen. War zu langsam mit Motor anmachen, leider. Weißt du, was jetzt fieser gewesen wäre? Hätte ich den Anhänger angekoppelt, du hättest ihn abgehangen und wärst weggefahren. Nee, das würde ich nie machen. So. Ich weiß ja nicht, was Paul dazu sagt, aber... Oh, Paul fährt mit was Blauem rum, wo schreiben wir denn das hin? Ja, ich musste kurz einen anderen Zustand nehmen. Paul hat davor einen kräftig genommen, dann ist er eingestiegen. So. Warum hast du meine GPS-Linien ausgemacht? Ich? Ja. Hab ich nicht ausgemacht. Okay. Ich saß kurz drin, weil ich hochgetappt bin, aber ich hab's ja nicht ausgemacht. Ah, lol, wird GPS global? Ja. Für jede Person. Okay. So läuft der Hart hier. So. Aber normalerweise muss ich jeden Tag das GPS ausmachen. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Was machen wir denn? Was soll ich jetzt eigentlich machen? Du kannst weiter Gerisse fahren. Du kannst Du darfst gern, wenn du Pflegebereifung hast, die Pappeln weitermachen. Ja. Ich muss kurz gucken, warte. Du kannst Saatgut abfüllen, wenn du willst. Nee, das habe ich schon so oft gemacht. Du kannst auch oben bei einem Gemüse mal gucken, wie es da aussieht. Man könnte demnächst wieder Gras mähen. Geht eigentlich den Tieren. Genau, Tiere könnte man mal machen. Du kannst ein weiteres Pferd kaufen. Tieren geht super. Nee, ich kaufe nichts mehr. Wird immer gesagt, dass ich Geld ausgebe. Die Schweine könnten ein bisschen Stroh und Wasser brauchen, die Kühe auch. Ach, sieht das scheiße aus. Korrekt. Ist das Pflege? Das muss Pflege sein. Oh, die waren aber teuer. Ich hab's gemerkt. Ruckelt und zuckelt. Es hat geruckelt, wie zu gehen nicht mehr. Ja, die mussten schnell geliefert werden. Achso, du meinst, das war der Chat, der über uns rüberfliegt? Ist richtig. Okay. Das Problem ist, dass das Gewicht immer umfällt, dass ich das Gewicht dann immer zurücksetzen muss, weil es immer schief am Boden liegt dann. Ich hab mir jetzt gar keins gekauft. Ich nutze das, was immer am Hof rumliegt, wenn ich eins brauche. Ah, ich hatte mal eins, aber das wurde so kritisiert, da muss ich es wieder verkaufen. Das zweite wird, glaube ich, auch sehr stark kritisiert. Was? Ja. Also irgendwann ist jetzt auch mal Feierabend hier, ne? Du kannst ja auch irgendein anderes davon nehmen, nur halt nicht dieses grüne. Es gibt ja auch ein schwarzes. Nee. Wo ist denn diese Sämaschine, Paul? Die habe ich angehängt. Ja. Komm an Feld 4, dann kannst du es abholen oder übernehmen. Bin oder da. Was auch immer du willst. Musst du bloß gucken, ob du den richtigen Kurs hast vom Winkel her. Ach du Schande, was ist das? Ist das Pflege? Das ist Pflege. Machst du damit nichts kaputt? Weiß ich, warte. Nee, alles okay. Gut. Na dann. Das ist halt Doppelpflege, ne? Also. Ich wollte gerade fragen, ist die Pflegebereifung so dick, dass es schon wie als Breitreifen ist? Ja, so ungefähr. Paul, ich bin lieber dich direkt am Feld, okay? Ja, Werner macht jetzt weiter. Ja, komm ran, Boxe. Oh, nee. Werner. So, warte mal, GPS. Haben wir da was gespeichert? Feld 1, Deutz, das ist nicht, ne? Ja, normalerweise musst du den John Deere-Kurs laden können. Haben wir irgendwo Saatgut? Hast du den Sack leer da hinten? Ja. Okay, dann bringe ich dir. Okay. Schon dringend oder geht's noch? Ich hab noch 18%. Ah, also dringend. Wo am Hof steht denn das Zeug? Ja, ich bring's dir, alles gut. Ich hoffe, Werner kommt da ran. Was? Woran? An den Pappeln hier. Ja, ich hab noch 77%. Ja, egal, lad mal auf. Wir laden's einfach am Hof ab und fahren's hin. Das geht schon. Ja, kannst du mit dem Kram auch kommen. Okay, tschüss.
War schön mit dir. Tschüss, Boxe. Du bist heillos überladen, ne? Ich wollte es nur sagen. Hast du hier Polizei gesehen? Nee, leider nicht. Okay. Wir haben einfach noch einen Sack Schweinefutter in der Halle stehen. Wir haben aber auch noch, glaube ich, Mischfutter, einiges am Hof stehen, ne? Einiges ist doch untertrieben, ja. Ja. Paul, willst du mich hier einmal entladen? Ja, ich gehe kurz Simon retten und dann komme ich. Ja, rette mal. Rette die Welt. Ja, aber ich check keine 15.000 E-Mails. Was? Kennst du das Lied nicht? Nee. Ist nur noch kurz die Welt retten. Ach so, das ist ja schon uralt. Ja. Immer, wo bist denn du? Auf Feld 1. Immer noch. So viel weiß ich auch schon, Anna, wer darum jetzt ich hier. Feld 2 ist schon fertig. Ganz Muttersehen alleine fahre ich auf dem Feld hier rum. Ja, geht mir genauso. Müsste noch reichen zum Umdrehen, ne? Ja. Nur mit dem Unterschied, bei mir geht's wieder vorwärts. 7 km/h, ne? Ja, da fahre ich doppelt so schnell. Awesome. Oh, nicht zu doll. Entschuldigung. Bin voll. Ach schon, okay. Ja, passt nicht viel rein. Ja. Meinst du, es reicht dir für den Rest? Ja, könnte vielleicht hinhauen, so gerade eben. Okay. Dann komme ich sonst nochmal. Ach ja. Oh, der Anhänger ist schon voll, der Saatgut-Anhänger. Da war. Den kannst du theoretisch schon mal runterfahren zur Abfüllanlage. Den Krampe, brauchst du den noch oder soll ich den wegstellen? Wenn der leer ist, brauche ich ihn nicht mehr, ne. Oh, ist leer. Obwohl, jetzt ist hier GPS wieder an. Das wird ja, ne? Das ist irgendwie merkwürdig. Hä? Mal so, mal so. Sehe ich schon Kompost liegen, der ist auch bald. Oh ja. Braucht auch nicht mehr lang. Oh, ich glaube, ich brauche noch 15 Folgen hier. Alter Schwede. Wer hat richtig Bock? Ich glaube, ich habe gestern Abend 2 Stunden Pappeln angesät auf Feld 2 oder sowas. Alter Schwede. Ah ne, Feld 4, 5 glaube ich. Der GPS nicht mittlerweile auch in die Autowände? Nee, nein. Auto. Nur Vorgewendemanagement zum Anhalten. Aber in alten F17-Versionen, ne? Da war das. Ja, ja. Hast es eingestellt und dann hast du es laufen lassen. So, Boxer, du darfst wieder mit dem Farmer fahren. Ach, möchtest du? Ich dachte, du entleerst. Oh Gott. Oder du lädst dir das Safe Game runter, machst einmal Curseplay an und lädst es danach wieder hoch. Oh wow. Das ist viel einfacher. Boah, wie schnell das Förderband einfach ist. Ist da, ein gibt's so ne, da gibt's so einen schönen Mod, der nennt sich Easy Development Controls. Oh ja, den kenn ich mittlerweile auch. Habt ihr wieder Cheater-Mod am Start oder? Buff. Meine Güte. Den hab ich auf dem Agrikulturserver tatsächlich im Moment drauf. Weil ich habe keine Lust, die Felder komplett anzusehen, so wie sie vorher waren. Ja. Mit dem Ding gehst du halt einfach hin, konfigurierst es einmal kurz und dann ist richtig. Können wir genau die Düngestufen einstellen, die vorher waren und so weiter. Nicht ganz unpraktisch. Ja. Und man kann solche Ingo-Häufchen machen. Ingo-Häufchen? Was sind denn Ingo-Häufchen? Wenn der mal wieder missbraucht, macht er ein Häufchen. Ach so, na gut.
So, okay. Ja, wir sind tatsächlich fertig für den Moment. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns heute noch zweimal, wenn ihr möchtet. 12 Uhr, 16 Uhr. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.